er nimmt sich halt immer Zeit für persönliche wie auch fachliche Probleme. Dass es ihm wichtig ist, dass die Studenten wirklich verstehen, was er erzählt. Dass er durch seine lockere Art auch in den Vorlesungen auch trockene Themen interessant und spannend rüberbringen kann. Er engagiert sich auch persönlich sehr gut im Mentorenprogramm und es zeigt damit sein Interesse an dem persönlichen Werdegang der Studenten außerhalb der Fachhochschule. Lehre ist etwas, was mich schon seit meiner frühesten Kindheit beschäftigt. Ich war schon sehr frühzeitig in der Nachhilfe tätig und das hat sich eigentlich durch mein ganzes Leben wie ein roter Faden durchgezogen. Also auch die Tätigkeit als Leiter des Umweltamtes der Stadt Aachen war begleitet von Lehraufträgen an der Fachhochschule und auch an der RWTH. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt sozusagen mein ganzes Leben der Lehre widmen kann. Es macht einfach Spaß, wenn man etwas weiß, dieses Wissen an andere weiterzugeben. Und das macht umso mehr Spaß, wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, als man noch nichts wusste, dass das, was einem selber beigebracht wurde, nur sehr, sehr schwierig zu verstehen war. Und haben mir damals geschworen, solltest du jemals die Gelegenheit haben, dann machst du das irgendwie anders. Meinen Ruf habe ich erhalten als Biotechnologe, insbesondere Umweltbiotechnologie. Umweltbiotechnologie ist sozusagen ein Teilgebiet der Biotechnologie, wo es darum geht, mit biotechnologischen Methoden Umweltprobleme zu vermeiden und dort, wo Umweltprobleme entstanden sind, diese wieder zu lösen. Und in diesem Bereich sind wir auch mit einem Forschungsvorhaben in der Biotechnologie in meinem Labor aktiv. Dieses Vorhaben wird von der K2 momentan gefördert. Dadurch ist es überhaupt erst möglich geworden. Und da geht es um Gifte, die von Algen produziert werden. Gifte, die hochwirksam sind und die wir dann später einsetzen wollen, um zum Beispiel eine Wirkung als Insektizid oder Herbizid oder Pestizid zu erreichen. Wir haben dann den Vorteil, ein hochwirksames Gift zu haben, das aber, weil es biologisch gebildet worden ist, biologisch auch abbaubar ist und damit eben nicht wie künstlich hergestellte Chemikalien persistent Eigenschaften aufweist und damit nicht abbaubar ist. Ja, 1984 bin ich das erste Mal auf einer mehrmonatigen Expedition in der Arktis gewesen. Daran anschloss ich dann jedes Jahr eine entsprechende Expedition bis 1988. Dann gab es eine kurze Pause. Und seit 1990 bin ich dann viermal noch in der Antarktis gewesen. Eine Erfahrung, die im Vergleich zur Arktis doch in vielen Teilen anders war, als ich mir das vorher vorgestellt hätte. Was noch sehr beeindruckend war, dass er sich auch außerhalb der Vorlesungen einsetzt, wie in zwei Projekten, die zu nennen sind. Das ist einmal die Forschungsreise oder eine Reise auf dem Fischereiforschungsschiff Walter Herwig, der ich auch persönlich teilgenommen habe in diesem Jahr, sowie auch eine Exkursion nach Millport, die in einer anderen Vorlesung als Praktikum fest integriert ist. Jeder will immer gemocht werden, das ist doch klar, aber das ist kein Antrieb meiner Tätigkeit, ne? Sondern mein Ziel ist, gute Biotechnologen auszubilden. Das ist eine ganz klare Sache. Und zwar so, dass die nicht arbeitslos sind. Er ist einfach ein Fundskerl.